Folge Nummer 33 von Avorion. Ja, schöne Grüße an alle, die da draußen sind. Yuki, Salvador, Lut, Messi und Thomas Stede sind ja die drei, die hier schon einige Kommentare gelassen haben. Die grüße ich ganz herzlich. Und wir hatten letztes Mal hier den Miner 1 auf den Weg gebracht, der jetzt da hinten am Arbeiten ist. Kriege ich den gerade rein? Nein, wahrscheinlich nicht. Da ist es, Schiff Miner, Ars Reiter. Was macht er jetzt? Baut er noch immer noch ab? Ja, da müssen wir mal schauen, ne? Eisenerz, Titanerz steht da. Machen wir gerade einen Schritt vor. Oder fliegt er jetzt zur Raffinerie? Auf jeden Fall ist er noch als einziges am Arbeiten. Wie wir sehen. Und die anderen hatten wir ja das Problem, dass die entweder schon die Sprünge durch haben oder nicht mehr arbeiten. Asteroid abbauen, Erze raffinieren. Das ist Astreiter 3. Und der macht das nicht mehr, weil... Gute Frage, ne? Und das können wir ja schnell feststellen, oder? Ah, der hat keine Ressourcen mehr. Das ist das Problem da. Es gibt aber leider auch keinen Punkt, den wir jetzt hier rüberspringen können, ne? Dann kann er wenigstens da mal hinjumpen. Da gibt es Asteroiden. Schauen wir mal, dass er das macht. Geht auch. Allerdings gibt es da nichts. Ach, da ist ein Hauptquartier. Okay, dann gab es da natürlich auch das Ausrüstungsdock. Ja, leider haben wir das da wieder mal nicht geschafft, dann dahin zu gehen. Ressourcendepot, Ausrüstungsdock. Da gibt es auch noch eins. Okay. Das bedeutet, er macht jetzt Asteroiden abbauen. Soll dann darüber springen. Oh, schade, ich habe wieder mal nicht verkettet. Springen wir wieder zurück. Eigentlich müssten wir gerade da mal abbrechen. Wir gehen mal da rein. Weil... So, der ist hier. Was hat er für Geschütze? Er hat schon mal die Airbergbaulese, das ist klar. Und es fehlt ihm bestimmt... Ne, hat er auch ein Bergbausystem. Also der ist ja auch gut. Das Reiter 3 ist auch fertig dann. Das passt alles. Das hatten wir gerade. Und wir brauchen jetzt hier noch einen Frachtraum. Da ist er. 624,8. Ich glaube, den sollten wir noch ein bisschen weiter ausbauen. Ich glaube, der ist noch zu klein gegenüber dem anderen, den wir gebaut haben, oder? Dann machen wir da nochmal was. Der kriegt jetzt noch hier Frachtraum. Okay. Machen wir so. Ich glaube, so ist es passend. Ich würde ihn aber gerne noch ein bisschen so kleiner machen. Den dann da hinsetzen, so wie der jetzt schon ist. Und würde jetzt noch schauen, dass wir ihn noch Steuerung C, Steuerung V das Triebwerk nochmal geben.
Oder hier hinten dran. Wie viel haben wir denn dann da? Draw links, rechts? Ne, wir machen das mal hier drunter. Das ist schon so besser. Und jetzt brauchen wir noch was fürs Drehen. Dreikreuzdämpfer? Ne. Wo ist denn das Ding? Wohl nicht da, dann müssen wir hier gerade raussuchen. Phalanx oder wie auch immer heißt. Wir haben das Jaw nicht richtig am Laufen. Links, rechts, das würde bedeuten. Muss ich den so drehen, dass es passt? Nee, war falsch. Nochmal so. Und so, oder? Jetzt passt's dann. Aber der ist dann wahrscheinlich zu groß, oder? Ja, den können wir schon mal so lassen. So muss er kleiner. Ich glaube, wenn wir ihn so bauen, ist das schon passend, oder? Okay. Was hat er hier? Er ist schwach, ne? Das ist klar. Okay. Ich glaube, so lassen wir den erstmal. Der ist ja auch wieder eine Ecke größer geworden dadurch. Wenn ich jetzt hier Frachtraum aussuche, dann wird mir erst der Frachtraum hier angezeigt, ne? 957. Okay. Ich denke, das lassen wir so. B müssen wir natürlich raus. So, und dann steigen wir da gerade aus. Und geben ihm dann Befehle weiter. Ach so. Ja doch, den können wir ruhig hier Befehle geben. Aber hier kann er ja nicht mehr, ne? Das war ja, dass er schon hier alles abgebaut hat, ne? Ja. Das bedeutet, er fliegt ruhig wieder hier hin. Jetzt hat er uns gerade kaputt geflogen. Jetzt ist er auch schon weg. So, er kriegt die Aufgabe da zu minen. Und Ressourcendepot war da nicht. Fliegt dann hier hin. Dann gibt es die Ressourcen. Jetzt raffinieren, genau. Dann fliegt er wieder zurück und dann fängt die Schleife von vorne an. So, das sollte soweit sein. Der Miner hat seine Aufgabe, der hat seine Aufgabe. Das heißt, wir können hier aus der Karte raus und sind jetzt hier bei unserem kleinen Schifflein. So, jetzt gehen wir hier in die Dingens. In die Station. Oh, Miner 3 wurde kritisch getroffen. Detektor. Gleich ist unser Schiff kaputt, würde ich sagen. Titan-Bergbau-Geschützturm, da ist Titan-R. Ich glaube, wir brauchen noch, ne? Aber ich muss an der Station ja angedockt sein. Also ich muss den Miner 3 jetzt mal Miner 3 sein lassen. Weil sonst sind hier meine R-Bergbau-Laser weg, die ich doch, glaube noch für die Lady brauche, meine ich, oder? Müssen wir gucken. Aber es kam keine weitere Meldung, ne, oder? Lass mal gerade die Karte. Ah, grünes Schiff. Ne, ich will kein Schiff gründen. Ne, ich will da die Karte haben. War das Ass Reiter? Ich glaube ja, ne? Wird schon passend sein. Ich mache mir da jetzt gerade keine Sorgen. Ich glaube auch. Ich sag schon, dass
der sich schon da selbst behilft oder dass andere das unterstützen. Ich weiß jetzt nicht, was da in dem Sektor los ist, wo er ist. Hier war das ja jetzt nicht, ne? Der Miner war doch hier nicht der Dreier, oder doch? Wir werden sehen. Vielleicht ist er auch irgendwo gegen Asteroiden geflogen oder sowas. Und wurde deswegen beschädigt. Die Drohne fliegt natürlich jetzt nicht gerade besonders schnell, ne? Wahrscheinlich sind die Erdbergbaulaser gleich weg. Müssen wir mal gucken. Kriegen wir aber auch hin, denke ich. Sind auf dem besten Wege dahin. Dockingstationen finden, dann ist alles gut. Auch gar nicht so kleine Stationen, ne? Viel Werbung, viel Leuchtreklame. So. Jetzt sind wir schon ziemlich nah. Jetzt sollte mal langsam irgendwo was kommen, wo wir rein können. Ich schätze mal hier eigentlich, oder? Habe ich jetzt was falsch ausgewählt? Nein, ne? Hä? Wieso erscheint hier kein Dockingport? Aber wäre gut geklappt, ne? Gedockt, interagieren. Ausrüstung handeln. So, doppelsowjetische Geschütze und Doppel-Eisenbergbau. Da ist der R. Der ist weg. Und die beiden nehmen wir auch noch mit. Und sonst haben wir hier kein R. Traktorstrahl-Upgrade brauchen wir jetzt nicht. Geschützkontrollsystem, wie sieht das aus? Öffnet unbewaffnete Slots plus 1. Öffnet unbewaffnete Slots plus 1. Wenn du es installierst, kostet noch 1. Ich weiß nicht. Kommen die 18.000 haben wir über. Internes Verteidigungswaffensystem. Achso, das ist, wenn geändert wird. Quantum Hyperraum Upgrade. Hyperraum Cooldown, das ist jetzt. Ich hätte gerne eine Sprungreichweite erhöht, das wäre dann interessant gewesen. Gut. Hier könnte man noch Karten kaufen, Konstruktionsmarken kann man kaufen, Doppel-Eisen-R-Abwrackgeschützturm. Achso, das haben wir alles, okay. Ist jetzt nicht so prickelnd für uns dann. Das lass weg. So, das haben wir. Kurz mal ein Stück hiervon weg. Was ist das da hinten? Das ist eine Spekalienfabrik. Wir gehen auf die Karte, scrollen raus und suchen ein Schiff, was nichts tut. Das könnte die Lady sein, ne? Ja, sieht so aus. Und die Lady ist da. Und hier haben wir jetzt nicht wieder Mist irgendwie gebaut. Der macht noch was. Und der, warte mal, das war, er macht noch was und Astreiter 3 sollte auch noch was machen, passt. Und wir wollen jetzt zur Lady. Die Lady ist da. Oh, ich liebe es. Schiff in Sektor wechseln. Zur Lady, genau. Dann gucken wir uns die Lady nochmal gerade an. Ja, der Yuki Salvador, der ist derjenige, der mir zuletzt geschrieben hat, der hat mich gefunden und hat das Tutorial nicht so prickelnd gefunden und hat gedacht, er guckt mal bei mir rein, was ich so alles hier so zauber. Und ja, herzlich willkommen auf jeden Fall. Fragen, wie ich schon glaube, geschrieben habe, gerne ins Kommentarfeld unten und dann wirst du auch Antworten kriegen. Der Thomas Steele ist ja ganz gut da unterwegs, der kennt sich aus und wenn ich was weiß, mache ich das natürlich auch und vielleicht ist der Loot-Messi auch so weit, dass er das machen kann. So, was haben wir jetzt? Wir sind jetzt
hier und sind in dem Schiff drin in der Lady. Aha, die hatten wir auch schon erweitert. Jetzt gucken wir aber mal gerade rein. Jo, fehlt dann auch. Und wie viel ist der Frachtraum? Ah, der Frachtraum ist viel zu klein, ne? So, hier sind noch... Ach, das ist auch schon R. Alles schon R. Ich dachte, die hätte keine R's. Aber die hat kein Dingens, kein Bergbausystem. Das war unser Problem, aber das gab es da leider eben auch nicht. Okay, dann müssen wir da noch dran arbeiten. Und lass uns überlegen. Was war hier? Keine Reaktion für dieses Schiff, kaufe neu eine Reparaturdock. Jetzt müssen wir einen Reparaturdock eigentlich damit aufsuchen, aber wir müssten sowieso größer werden noch. Ja, die haben wir ja schon mal so angebaut, ne? So ganz krasses Ding ist das ja. Also wir müssen mal gerade dieses Trickertsdämpfer, das war es auch nicht. Hier, das gibt's hier irgendwo. Den Klotz brauchen wir, Gyrophalanx oder wie der auch immer heißt, ne? Der ist ja noch ein bisschen was zum Drehen, brauchen wir da. Wo hangen wir das denn da dran, ne? Ja, ist schon ziemlich groß, ne? Also hier würde es sich ja auch gut hinmachen, ne, oder? So. So. Dann würde das dazukommen. Ich mach das mal einfach da dran erstmal. Okay. Wenn ich da jetzt nochmal reingehe, dann ist alles hier im grünen Bereich. So, jetzt müssen wir nur Frachtraum noch dazu kriegen. Da ist der Frachtraum in Dingens, in Titan. So, aber wie kriegen wir das hin, dass wir da noch mehr kriegen? Also da ist die, da ist vorne, ne? So, und jetzt hier noch Frachtraum drunter schmeißen. Ordentlich, ne? Damit das klappt. Okay, das war falsch rum. Ah, okay, das war jetzt nicht so, was ich machen wollte. Schmeiß den wieder weg. Und das ist die richtige Achse. Ach, ich würde gerne das so machen, dass das klappt, ne? Das ist jetzt eine Hilfslinie. Warte mal, holen wir mal eine Achse da rein. Die nicht. Die auch nicht, sondern die Achse hätte ich gerne. Das bedeutet, hier irgendwo ist unsere Achse. Ich baue das da einfach mal so hin. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, lass dahingestellt. Und jetzt mache ich das mal kleiner. So. Und mache das mal hier so dran. Warte, jetzt können wir noch eine Spiegelachse mehr bringen. Die war es nicht, die war es. Jetzt machen wir die vier da dran. Zack. Und jetzt gehen wir auf... War schon richtig. Nämlich Quartiere, Frachtraum wollten wir haben. Da ist der Frachtraum. Und den machen wir jetzt mal groß. Spiegelachsen können jetzt aus. Jetzt müssen wir nur die Größe hinkriegen. Ich glaube, einen kleinen Tacken kleiner, so ist schon passend, oder? Und dann... noch diese Achse. Ich mache mal nicht ganz so groß. Das ist dann ein Plus von 336. Das ist aber noch zu wenig. So.
So ist das schon mehr, ne? Und dann kommt aber noch was da dran, denke ich mal. So, jetzt müssen wir gucken, dass das da in der Mitte ist. Sieht jetzt nicht so mittig aus, ne? Das ist aber auch nicht mittig. Ja, ist das da? Wo ist die Mitte? Hier oder da? Block platzieren, auswählen, kann man drehen, skalieren, R rotieren, Alt, Blöcke umwandeln, Shift, Blöcke angleichen, Steuerung, Form angleichen. Tja, jetzt fehlt mir das, was ich, ja, das ist, wo ist jetzt hier meine Mitte? Ich glaube, das ist nicht in der Mitte, oder? Nö, definitiv nicht. Machen wir nochmal zurück. Was haben wir denn da falsch gemacht, dass das nicht in der Mitte ist? Wo ist denn hier der Fehler im System? Ist die Lady so oder so nicht asynchron? Synchron? Ja. Wie kriege ich das jetzt hin, dass das dann doch passt? Wahrscheinlich mit einer Spiegelachse, oder? Dann machen wir das so. Machen wir so. Oder doch breiter. So. Zack. War das jetzt Titan? Ja. So, und jetzt brauchen wir noch so schicke andere Blocks. Ne, Größe wollte ich nicht. Ich wollte einfach nur den Frachtraum in verschiedenen Formen haben. Wo war denn das jetzt wieder? Spiegelachse, obwohl Spiegelachse, doch, die braucht man. Ja, die sind jetzt hier aber nicht. Titan. Gibt's den Frachtraum nicht anders? Gibt's nur okay, den gibt's, den Frachtraum gibt's es nicht in verschiedenen Formen. Jetzt kommen wir dahinter, ne? Dann nehmen wir die Panzerung halt, ne, oder? Kriegen wir das irgendwie so hin? Oh, guck mal, das sieht doch cool aus, oder? Kriegen wir das auch gedreht? Nee, so nicht. Dann nochmal drehen, aber anders. So drehen. Ja, so gefällt es mir. Oder? Ach, sieht man jetzt auch nicht wirklich, ne?
So, jetzt dreht er den mir nicht mehr. Mach den mal so dahin. Und da kriegen wir den genauso dahin. Achso, jetzt müssen wir die natürlich noch so drehen. Und dann noch einen. So sieht schick aus. Jetzt ist die Lady sozusagen fertig. Den löschen wir jetzt raus. Das kann weg, das kann weg. Ich habe keinen blassen Schimmer. Jetzt ist es weg, das Dingens. So, Pitch und Jaw sind jetzt natürlich schlecht. Spiegelachse aus. Ich glaube, die brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Den natürlich zurück. Und den da angeklickt. Steuerung Copy. Steuerung V. Jetzt müssen wir den nur vielleicht nochmal so machen. Ah, jetzt habe ich natürlich. Das sieht alles gut aus jetzt, oder wie sehe ich das? Jetzt brauchen wir Mechaniker, Unteroffizier und die Beschleunigung ist gering. Aber das liegt daran, dass wir keine Besatzung ausreichend haben, oder? Ah, ich soll mir, sag jetzt nicht, das hier ist aber Titan, ne, oder? Ja. Und das war auch Titan, ne? Ja. Und das hier? Ist auch Titan. Wieso ist das eine so farbig und das andere so farbig? Weiß auch wieder keiner, ne? So. Ja, ein Triebwerk fehlt uns sozusagen noch. Ja. Ach, guck mal, jetzt zeigt er mir doch wieder an, was nicht richtig läuft. Ich das so da einfach rein? Warum nicht, oder? Jetzt ist das schon mal weg. So, drehen ist immer noch schlecht. Das bedeutet, wir müssen dieses Teil nochmal kopieren und nochmal da dran ersetzen. Ich würde es einfach nochmal dran ersetzen. Und das weg. So. Pitch oben unten fehlt uns noch. Drehrichtung. Wenn ich das jetzt so mache. Ne, das ist Frachtraum. Frachtraum brauchen wir gerade nicht, wir brauchen den Dingensklotz hier wieder. So, das ist die falsche Richtung allerdings. Aha. Ja, das ist das Richtige dann. Ja, bauen wir es doch da so rein, oder? Zack. Achse weg. Ja, links, rechts und rollen ist jetzt nicht so passend, ne? Also das ist hier immer noch verkehrt. Und auf der anderen Seite ist das Triebwerk, dann wird das nichts, ne, oder? Jetzt die Frage, ob das was gebracht hat. Jetzt nur noch rollen. Rollen ist jetzt noch die nächste Richtung Spiegelachse. Den brauchen wir dann. Und Steuerung C, Steuerung V. Und rollen müsste ja jetzt dann so sein, oder?
Yep. So, jetzt gehen wir mal aufs Triebwerk. Jetzt fehlt noch Energie. Ja, es läuft schon. Ist das ein Generator da? Titangenerator, sehr gut. So, ich glaube, das Ding ist jetzt fertig, oder? Nochmal im Baumodus, wird nichts angezeigt, alles ist gut. So, und jetzt brauchen wir noch Besatzung. Fliegen wir gerade dahin. Ist das das nächste? Ah, geht. Oder ist der näher? Ne, der ist näher. Macht einen soliden Eindruck, oder? Jetzt brauchen wir noch ein paar Leute. Da ist ein Docking Point. Piraten greifen den Sektor an, läuft, ne? So, das haben wir. Docken, Crew anheuern. Ach so, warte mal. Macht keinen Sinn, das so zu machen. Mach mal das. Wir haben keine Besatzung. Wir brauchen einen Unteroffizier und wir brauchen einen Mechaniker. So, angedockt sind wir noch. Oder sind wir doch nicht angedockt? Das haben wir ja, Ingenieur und Angriffstruppen. Anheuern. Ja, wir müssen gedockt sein. Ich hab's mir gedacht. Zwei Leute sind da angeheuert. So. Verteilen. Hier einen rein und da einen rein. Und was sagt er jetzt da oben noch? Keine Rekonstruktionsmarke. Was ist das jetzt hier, wo wir angedockt sind? Teleporterfabrik, alles klar. Die brauchen wir nicht. Jetzt müssen wir ein Ressourcendepot finden, oder? Nee, Quatsch. Ein Dock da, sag schon. Gehen wir hier hin. Ressourcendepot? Nee, das ist alles nicht da, was wir hier gerade brauchen. Okay. Das bedeutet, wir machen... Haben wir hier irgendwo schon was entdeckt? Da gibt es Ressourcen. Schrottplatz. Da ist auch nichts, was wir brauchen. Da ist gerade nicht so viel da, ne? So, meine 1 funktioniert noch. Das Reiter 3 funktioniert auch noch, sehr gut. Gut, die Lady nochmal. Runter von der Karte ins... Ach, da haben wir die Strategiekarte noch an. Und da müssen wir einmal davon weg. So, jetzt nochmal in die Karte. Die Lady war das. Die Lady soll jetzt mal hier entspringen. Um das zu entdecken. Da ist nichts. Springen wir mal weiter. Da wird auch nichts sein unbedingt. Aber der nächste Punkt ist dieser hier dann, ne? Machen wir mal so. Oh Gott, wir sind schon so weit lange unterwegs. Okay, ich denke, wir machen hier erst einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch genauer habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Ich warte auf eure Fragen und würde auch gerne Tipps von euch entgegennehmen. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao.